Unser Plan ging komplett auf. Wir haben Luigi entführen lassen, damit er herausfinden kann, wo wir als nächstes hin müssen. Er ist nach Gyld verschleppt worden, eine Großstadt, wie es scheint. Nun, wir sind gerade auf dem Weg dorthin, aber in der Zwischenzeit haben wir noch ein paar Aufgaben, ein paar Missionen, die wir erledigen wollen. Um mehr über die Missionen zu erfahren, reden wir mal mit den Drahtschanden hier. Meine Damen, hört ihr auch dieses Kindergebrüll? Das sind diese kleinen Sträucher von Desolütje. Die üben ständig ihre Pose und rufen dabei laut Teamwork. Ach, wisst ihr noch, wie es war, als wir so energiegeladen waren? Was ist mit den Eltern? Machen die sich keine Sorgen darüber, dass ihre Kinder hier sind? Das ist schon in Ordnung. Unsere Insel und Desolütje sind ja jetzt miteinander verbunden. Trotzdem, die Eltern wüssten sich ja gerne, wo sich ihre Kinder rumtreiben. Unsere Kinder sorgen sich bestimmt, weil wir die ganze Zeit hier stehen und plaudern. Und unsere Ehemänner auch. Aha. Oh, Mädels, das ist so schrecklich. Der arme, arme Toad. Der da drüben beim Laden? Was ist denn mit dem? Für mich sieht der Kern gesund aus. Der doch nicht. Aber auf Vertrag aber seinen Toad den falschen Weg gewählt haben und... Was für eine Schande. So jung und schon vom rechten Weg abgekommen. Irgendjemand sollte diesen Toad wieder auf die richtige Bahn bringen. Lass mich doch mal ausreden. Er hat den falschen Weg im Labyrinth gewählt. Sich total verlaufen. Du schlägst aber hoffentlich nicht vor, dass wir dahin gehen, die retten. Da fehlte noch. Das fehlte noch. Dann müsste man uns nächstes wen schicken, um uns zu retten. Nach einem Abenteuer. Ho, 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 ho. Habt ihr schon von dem Traum in Pink gehört? Was, wie, wo? Nun, angeblich hält sich eine traumhaft pinke Gestalt auf Vertrag aber auf. Oho, die würde ich gerne kennenlernen. Dann musst du dich hinten einstellen. Ein junger Mann hat bereits ein Auge auf sie geworfen. Das ist ja wunderbar. Nicht ganz, denn die Gute ist dann plötzlich aus der Trage mal verschwunden. Nun sucht der arme Kerl ganz verzweifelt nach seiner Angebeteten. Wie aufregend und tragisch zugleich. Da ist mir der ruhige Alltag mit meinem Mann dann noch lieber. Freunde, die ist direkt hier. Ich kann sie gerne herholen. Lass uns Geld so schnell wie möglich finden, Mario. Luigi wartet auf uns. Ja. Ja, schon, aber... Okay. Atrakama. Ah. Ein Mädchen in Rosa. Ja, Birdo. Okay, mit Birdo sprechen. Dann mit Toad sprechen, wo immer der war. Ich hab's vergessen. Der war da, wo Peach stand, ne? Und auf Desolütje müssen wir mit den Eltern von den Wirkkindern reden. Haben die alle gleiche Eltern, oder was? Oh, Mist! Wir können ja gar nicht mehr diese Röhre benutzen. Aber Gott sei Dank haben wir eine Goldröhre. Was? Die ist hier nicht möglich? Warte, stopp, stopp, stopp. Dann müssen wir einzeln hinreisen. Na schön. Hä? Miniminsel? Blumen? Nee, 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 nee. Alles falsch. Alles falsch. Was zur Hölle? Die sind alle weg, die Inseln. Die sind alle weg? Ja. Nee. Können die mich so nicht machen. Hoffentlich können wir die auch gleich machen, weil... Ist das der Stil gerade? Absolut nicht möglich. Hm. Ja, die haben immer was zu bequatschen. Eigentlich können wir die auch in Ruhe lassen. Oh Mann, ich wollte eigentlich die Mission jetzt machen. Aber wir dürfen wohl nicht. Scheinbar. Okay, dann Turboantrieb. Singen wir mal... Hoch hinaus. Eine Driftinsel gesichtet. Schauen wir mal, was das für eine ist. Da vorne. Aha. Treibland. Ist ja auch aus einer sehr kleine Insel. Ich warte lieber, bis ich mit Luigi da ankomme, weil ich will nicht mit Mario leveln gehen. Das wäre irgendwie ein bisschen unnötig. Wir wollen da lang. Was steht hier? Es ist bestimmt kein Zufall, dass sich der Name der Insel auf Sand reimt. Treibland. Sand. Was? Okay. Cool. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal, was wir noch finden können. Ja, ja, Driftinsel gesichtet, da müssen wir auch lang. Ich würde trotzdem mich mal hier komplett erkunden. Wir können auch hier entlang. Ist hier irgendwas Schönes? Ich glaube nicht. Obwohl, ihr könnt ja vielleicht eine dieser Statuen sein, dieser Riffe. Irgendwie ist hier nichts. Ja, ich schau mal, hier könnte noch was sein, hier in der Ecke. Ah, von hier aus kann man auch zum polychromen Tigerleuchtturm. Nett. Aber wollen wir gar nicht lang. Ups. Nee, nee. Turbo an, genau. Turbo an. Schön mit dem roten Segel fahren. Vergiss das nicht, Freunde. Ah ja, hier können wir auch noch lang. Da kommen wir dann hier hin. Machen wir dann mit Luigi. Machen wir dann alles mit Luigi. Da vorne. Landensicht. Gut.
Sieht aus wie ein Gefängnis. Oh, und eine Katze, wo nur Mario weggeschickt wird. Zumindest wird er perfekt landen, wo er alleine mit der Kanone fliegt. Sonst muss der Luigi mal als Beifahrer rein und dann hat er sehr lange gebraucht, um endlich zu lernen, wie man richtig landet. Er hat es zwar geschafft, im Endeffekt. Aber kriegt Mario auch alleine hin? Ja, safe gibt es alleine hin. Das ist Mario. Juhu! Oh! Aha. Das, meine Damen und Herren, ist wohl gült. Mir gültig. Mhm. Ja. Ich werde angerufen. Ja, bitte annehmen. Mario, hallo, hallo. Dann werd erzählen, was rausgefunden haben. Siehst du? Riesige Gebäude in deiner Nähe? Mhm. Da, wir alle drin. Hier eingesperrt mit anderen. Klemmergeier fliegen in der Nähe herum. Du musst schnell. Du kannst herkommen. Ich kann herkommen, okay. Zumindest kann das jetzt so. Soll das Land in Inseln zersplittern, das kann meine Familie nicht mehr zu mir heimkehren. Ich mache mir Sorgen um sie. Sind sie wohl auf? Geht es ihnen gut? Ich weiß es einfach nicht. Ja, das muss schon stressig sein. Das ist also Gült. Ein riesiges Gebäude. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Leuchtturm haben werden. Okay, lass mich mal schauen. Also wenn, dann wird es nicht auf der Karte angezeigt. Ich habe jetzt da hier. Ich bin Popcorn! Nee, irgendwie nicht. Irgendwie erreiche ich in den Duplex-Türmen so gut wie niemanden mehr. Stimmen die Gerüchte, dass die ganze Belegschaft entführt wurde? Kann nicht sein. Die sind bestimmt alle in der Mittagspause oder schlafen an ihren Schreibtischen. Bin mir nicht so sicher, Kumpel. Pam. Willkommen auf Gült! Kein Ort trägt so viel zur Wirtschaft von Konektalia bei wie dieser. Wir alle hier sind wohlhabend, aber dafür haben wir kaum etwas anderes als Arbeit im Kopf. Ich bin da keine Ausnahme. Von daher, tut mir leid, aber ich habe gleich wieder ein Meeting. Okay. Hey da! Ach, ihr seid es. Wir helfen dir bei der Suche nach Luigi. Also gut, Leute, stellen wir alles auf den Kopf, bis wir Luigi finden. Jawohl! Moment mal, ich bin hier der Anführer. Ich muss nach vorne. Okay. Was? Bitte nicht stören. Ich absorbiere meine tägliche Dosis. Springbrunnen, Sprühnebel. Achso. Erst so erfrischend. Danach kann ich mich wieder voller Elan in die Arbeit stürzen. Okay. Ich schwöre, ich habe es genau gesehen. Oh, oben bei einem Fenster in der Duplex-Tür. Da hat sich ein großer Schatten jemand geschnappt und einfach davongetragen. Mhm. Ein Kollege von mir behauptete, eine Entführung beobachtet zu haben. Mein Gott. Eine Entführung beobachtet zu haben. Aber das ist Unsinn. Ich sag's dir immer. Die Leute sollten nicht die ganze Nacht durcharbeiten. Schlaf ist wichtig. Wenn man noch bekommen kann, ne? Wir wollen auch helfen, Mario. Müsst ihr aber nicht, ich krieg das auch alleine. Mal sehen, was es heute für Schlagzeilen gibt. Hoch, ist hier was von Entführungen? Augenzeugen zuvor gewährt, ein wurde von einem großen Schatten geschnappt und... Wow, das klingt gar nicht gut. Aber wer weiß, was man davon wirklich glauben kann. Ja, gut. Wir haben heute ein Meeting auf der Terrasse. Bitte was? Hier bist du entführt worden. Nicht wirklich von einem profitablen Thema. Tut mir leid, kein Interesse. Nix drin. Gute Güte, ist es wichtig? Ich bin gerade schwer beschäftigt. Habe ich irgendwas über die kürzlichen Entführungen weiß? Nein, kann ich jetzt bitte meine Ruhe haben? Ich muss wichtige Geschäfte abschließen. Sorry, ich wollte euch nicht stören. Ich habe die ganze Zeit Beta mit Luigi gezwungen zu springen. Haha. Güte ist eine kleine Metropole, aber wir hatten ja auch mal ganz prächtige Connectorblüten. Doch dann ist das Land auseinandergebrochen und aus den Blüten wurden nur noch Knospen. Die schönen Connectorblüten zu betrachten war stets der Höhepunkt meines Tages. Ach, da werden wir, das werden wir schon hinbiegen. Keine Sorge. Verlasst euch auf uns. Wir schaffen das. Können wir es schaffen? Ja. Bevor das Land zerbrach, ging mein Boss auf Geschäftsreise einem Ort namens Qualatoll. Er hat immer davon geschwärmt, wie köstlich die Quallenpizza dort sei. Er war wie besessen. Wenn ich solche Reisen machen müsste, würde ich auch Orte mit köstlichem Essen ansteuern. Okay, Qualatoll, toll. Tja, da sitze ich hier mit schniekem Anzug und höchstens bei einer Zeitung in der Hand. Dabei wollte ich immer Entdecker werden. Ich würde so gerne mal Dschungelbuch sehen. Da waren wir sogar.
Das ist nicht so spannend, wie du denkst. Interessante Stadt. Was für ein Pokémon haben? Schon mal von einem Ort namens Schwankum gehört? Die Leute dort sind die reinsten Künstler. Da würde ich gerne mal hin und Souvenirs kaufen. Damit ließen sich auch gute Geschäfte machen. Aber wie soll man derzeit da hinkommen? Ach, wenn beide Inseln angeboten werden, könnte man problemlos hin und her reisen? Könnte mir das mal jemand genauer erklären? Ich bitte darum. Ja, sobald wir es angeschossen haben, erkläre ich es dir. Da fliegen irgendwelche riesigen Vögel über den Duplex-Turm herum. Was ist mit denen wohl auf sich hat? Vielleicht eine Art Zustelldienst für Mittagessen? Nee. Ein Fall für Teamwork! Wir finden raus, was los ist. Was? Leute werden verschleppt? Das ist ja furchtbar! Wer auch immer sich die Mühe macht, Leute zu entführen, könnte ruhig bei mir weitermachen. Oh Mann. Mein Kollege da drüben ist in letzter Zeit schrecklich niedergeschlagen. Er hat wohl etwas auf der Arbeit vermasselt und traut sich nicht, dem Chef davon zu erzählen. Ich denke, ich sollte ihn ein wenig aufmuntern, damit er weiß, dass er nicht alleine ist. Ach, der Chef wird es schon verstehen. Außer er ist wirklich ins Klo gegriffen. Dann, ja. Dann bist du auf dich allein gestellt, Bro. Viel Glück, viel Spaß und viel Glück. Ich kann jetzt bestimmt keine Fact-Checker bauen, oder? Doch, kann ich? Hä? Aber muss ich dafür denn nicht? Oder hat Mario die dabei? Ach, keine Ahnung. Ich war noch nie auf Gült. Hier ist alles so riesig. Ja. Schon mal von der Gült-Scheintorte gehört? Die ist eine Spezialität des hiesigen Konditors. Diese berühmte Torte ist super süß und sieht super aus. Einfach super in jeder Hinsicht. Ich kann mir die nicht wirklich leisten, aber irgendwann will ich sie einmal essen. Ja, ja. Ich kann mir nichts leisten, aber irgendwann werde ich es leisten können. Das Dilemma kenne ich. Das kenne ich. Waren wir hier schon? Warte mal, ja doch. Mit denen haben wir schon geredet. Von hier kamen wir. Mit denen haben wir noch nicht geredet. Die mit dem Flashback auch nicht. Man kann tatsächlich wieder zwischen Inseln herumreisen? Und das trotz der aktuellen Weltlage? Tja, wichtige Geschäfte können halt nicht warten. Naja, doch, wir müssen noch warten. Wir haben noch nicht angebunden. Schon die Gerüchte über Entführungen gehört? So ein hanebüchener Unfug. Und nein, ich bin daran nicht involviert. Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Okay. Hab ich einen Hunger? Sollte mir allmählich überlegen, was ich heute zum Mittag esse. Nur habe ich das Essen auf dieser Insel echt satt. Ich will mal was von woanders probieren. Ja, geh mal beim Asiaten, da hast du große Auswahl. Wir erledigen das. Glaube ich mir nicht. Och, der Deckel für diese Röhre fehlt. Meine Güte, das ist aber gefährlich. Wenn da irgendwelche Bälle reinrollen, würden die glatt durch die ganze Röhre gehen. Hm, vielleicht können wir später mit Mario und Luigi zusammen wieder wie in Partners in Time als Ball rollen dann hier rein. Das hätte doch was, oder? Wie kommen wir da unten rein? Ach hier, können wir auch reinspringen. Okay, mehr ist hier nicht. Gehen wir mal in die Türme. Das wird sowieso von uns erwartet. Arbeite mit Luigi zusammen. War dies nur ein Souvenirshop? Die Gültscheintorte, das legendäre Gebäck, von dem alle Welt schwärmt. Dieses perfekte Quadrat, welch Meisterwerk. Ein Genuss für Augen, als auch Gaumen. Was ist da, Einkaufskuchen? Ja. Oh. Ich hoffe, es ist okay, dass ich an den Kuchen gezogen habe. Da waren nämlich ein paar deutlich da. Und der eine chillt ja bei der Kasse. Nee, Kollege, du kannst ja nichts kaufen. Lass ich mal gar Bargeld dabei, Mann. Töten Sie näher, treten Sie ein. Ja, für Luigi kann ich nichts holen. Das war klar. Goldhandschuhe. 25.000? Angriff steigt mit der Anzahl der Münzen in deinem Besitz. Boah. Okay, das ist halt Endgame-Sachen, ne? KP und Geschwindigkeit würde dadurch sinken. Aber, hey. Hauptsache, die Handschuhe geben mir Angriff und Verteidigung. Je nachdem, wie krank ich bin mit meinem Geld. Was ist hier? Neue Items vielleicht? Eine Supernuss und Supersirup und Superpilz, okay. Haben wir davon genug? Eigentlich nicht, aber ich fühle mich nicht danach, was zu kaufen. Lassen wir es also dabei. Diese peppig blauen Latzhosen und die blütenweißen Handschuhe im Kontrast dazu. So ein Look steht nur den wenigsten. Danke. Ich bin froh, dass er dir gefällt. Okay, aber hier rechts geht's scheinbar nicht weiter. Also muss links der Eingang sein. Jupp. Dann auf geht's! Jahohoho! Jaho! Let's go! Mhm. Oh! Sieht aus, hättest du zum Eingang geschafft. Luigi guckt. Luigi und ich
weiter Gebäude durchsuchen. Wir melden, wenn wir Interessanteres finden. Das hackt immer so ab. Wir haben kein gutes Internet da oben. Naja, wir gehen trotzdem hinein. Handy lädt auf. Wir haben es eh nicht dabei. Sieht schön hier einfach nur, als wäre nichts. Momentchen mal. Die können hier unmöglich richtig sein, oder? Ich weiß nicht recht, ob wir Luigi hier wirklich finden. Ich guck nochmal. Gar kein Signal mehr. Ja, die Mitarbeiter dürfen nicht während der Pausen ins Internet. Kein Empfang. Vielleicht wird dadurch irgendwas gestört? Hey, wir sind es hier immer noch zu. Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit. Es tut mir leid, leider darf ich hier niemanden durchlassen. Was ist denn los in den oberen Etagen? Gibt es doch ein Problem dort? Darauf kann ich nicht antworten. Bah, wie Sie meinen, dann gehe ich halt woanders hin. Nein, warten Sie doch. Ich finde das alles verdächtig hier. Teilen wir uns auf und nehmen den Laden mal genau unter die Lupe. Teamwork steht für Teamwork. An die Arbeit. Ach so, das ist der Joke. Teamwork, okay. Jetzt habe ich es auch mal gegettet. Ich bin der Getter. Hallo und auf Wiedersehen. Tut mir leid, aber ich bin gerade schwer beschäftigt. Okay, sorry. Meine Kollegin wollte eigentlich nur mal kurz Dampf von mir ablassen. Aber die Gute hört gar nicht mehr auf zu reden. Haben meine Pause schon längst überzogen. Ach, was soll's. So gut unterhalten wir, Mann. So gut unterhalten wird man sonst nur selten. Nur bei meinen Videos, ne? Kennen wir uns? Sie arbeiten bestimmt für eine andere Firma, stimmt's? Geben Sie im Gebäude bitte acht, unsere Kommunikationsgeräte zu beschädigen. Kein Problem. Ich hatte neulich ein Date. Da bin ich mittendrin aufgestanden und einfach weggegangen. Mein Gegenüber hat halt die ganze Zeit damit geprallt, Besitzer der Duplex-Türme zu sein. Keine Ahnung, ob das stimmte oder nicht, aber sowas ist doch echt unsympathisch. Ja, das kann nerven. Mein Sohn vergisst ständig, sein Mittagessen mitzunehmen, also bringe ich es ihm vorbei. Natürlich ist ihm das immer peinlich, aber was soll ich machen? Ich bin nun mal seine Mutter. Ja, verstanden? Ja, hab's verstanden. Ich frag mich, was da hinten für ein Raum voll ist. Sieht aus, als könnte man mit dem Auto hinfahren. Hallo, nein, ich will nicht mit denen reden. Okay. Oh, hier ist was. Ah ne, unter mir ist was. Okay. Erkundigen wir uns mal ein wenig. Okay, das bringt uns zur anderen Seite. Entschuldigen Sie! Ich bitte vielmals um Verzeihung, doch dieser Bereich ist für Gäste nicht zugänglich. Bitte machen Sie kehrt. Aber... Ja, da geht's halt zum anderen Turm rüber. Wieso haben die alles abgeriegelt? Es wirkt so, als würden die Leute, die oben stehen, das alles geplant haben. Mario! Habt ihr was herausgefunden? Gab's was Interessantes in der Richtung? Wir werden nicht durchgelassen. Oh, wie bitte? Irgendein Typ lässt niemanden durch? Zuerst sollten wir... Und dann... Sie hat nur gedacht und die haben aber sofort verstanden, was sie denkt. Wir kümmern uns drum. Wie? Was meint ihr, kümmert euch drum? Was? Naja, ich gehe erstmal noch nicht lang, weil ich glaube, da geht es weiter. Und natürlich möchte ich mich wie immer erstmal genauest umschauen. Genauestens umschauen. Hier ist nämlich noch an der Pflanze etwas zu sammeln. Oh ja, hallo? Darf ich auch durch? Ja, okay, man sieht halt, dass die alle in einer bestimmten Linie mal lang gehen. Das merkt man halt voll. Was ist das denn für ein komischer Raum? Noch jemand, der in die obere Etage möchte? Hä? Nun, da haben wir zumindest was gemeinsam. Aber erstmal müssen wir die Tür aufkriegen. Mit Hilfe der Zahlenblöcke dort drüben lässt sich die Tür öffnen. Man wählt für jeden Block die richtige Zahl aus und springt dann in den letzten Block. Die Sache ist nur, ich habe nicht die leiseste Ahnung, aus welchen Zahlen der Code besteht. Und bis ich die herausgefunden habe, werde ich mich keinen Meter von hier wegbewegen. Er schreibt sich alles auf. Okay, das Passwort ist 1, 2, 3 und jetzt pass auf, 1. Okay. Das Passwort, mein Safe, funktioniert also nicht hier. Schade. Darum, darum, darum. Dürfen wir denn durch? Entschuldige, nee. Entschuldige. Der Kerl von mir. Der Kerl vor mir hört einfach nicht auf zu reden. Da kann ich ja noch Stunden warten.
Hallo, bin ich hier richtig? Ich habe ein Problem, aber vermutlich kann mir eh keiner mehr helfen. Ich habe eine Kollegin in meinem Essen gefragt, ob sie mit mir ausgehen will. Und sie sagte... Was? Ich war weggedüst. Sie ist irgendwann beim Essen eingeschlafen und hat mich darüber überhaupt nicht gehört. Und ich habe das nicht mal mitbekommen. Ah, ich bin offenbar langweilig und unaufmerksam. Am besten, ich gehe der Kollegin für immer aus dem Weg, was mich zu meiner Frage bringt. Kann man hier eine dieser Entführungen für mich organisieren, von der alle munkeln? Was? Ich kann nicht mehr zum UFO werden. Und Luigi wird das nichts. Kein Alien mehr cosplayen. Neuerdings spiele ich in der Pause immer Spiele mit meinen Kollegen. Das ist nicht nur gut fürs Teambuilding, es macht auch noch richtig viel Spaß. Hä? Spielen mit Freunden, es macht immer Spaß, aber immer machen. Nichts hilft besser gegen Stress, als die Runde zu spielen. Das mache ich nach Feierabend immer. Kann ich nur empfehlen. Same, das empfehle ich euch auch immer. Und schaut euch auch die Videos an, wo ich mit Freunden spiele und es hochgeladen habe. Das ist sehr lustig geworden. Meine Kollegin da drüben steht wohl lieber statt zu sitzen. Sie steht wohl lieber statt zu sitzen. Ob sie wohl schüchtern geworden ist? Ich würde sie ja ansprechen, aber ich will auf gar keinen Fall aufdringlich rüberkommen. Ich mach schon. Oh je, wo soll ich mich denn hinsetzen? Ich will auf gar keinen Fall aufdringlich rüberkommen. Oh Mann. Ach, es geht doch nichts über eine Tasse Tee am Morgen. Und eine zum Mittagessen und nachmittags noch eine. Tee rund um die Uhr. Ja, solange es nicht Kaffee ist rund um die Uhr. Ich hab hier noch irgendwas. Da. Ja. Nur ein Stück normaler Pilz. Oh man. Wie kann ich weiterhelfen? Gar nicht. Willkommen, ich bin hier, um allen Besuchern zu helfen, die Fragen haben. Ich dachte, der hier wäre dazu zuständig. Na gut. Wir brauchen also ein Passwort, um nach oben zu gelangen. Das Passwort finden wir nur auf dem anderen Turm. Also, auf zum anderen Turm. Unser Teamwork. Kriegen wir es durch. Wo sind wir hier? Ich will zurück zu Mami. Meiner Treu, habt ihr Kinder euch verlaufen? Wo sind wir? Ich will nach Hause. Nicht doch, meine Kleinen. Kein Grund zu weinen. Ich führe euch zurück zur Eingangshalle. In Ordnung? Kommt mit. Onkel, wieso arbeitest du eigentlich hier? Onkel, oh Mann. Naja, weil... Na, was ist denn los? Nichts, mein Rücken juckt mir plötzlich ganz tolle Kratze. Aber ist da nicht noch jemand hinter dir? Hey, Was ist denn jetzt meine Mami? Wo ist sie? Tut mir leid, meine Kleine. Gehen wir so schnell suchen. Oh, fast wär's in die Hosen gegangen. Mario, warum wartest du denn nicht auch? Phew. Okay, schnell durch jetzt. Keine Zeit mehr verlieren. Nein, los geht's. Okay. Was geht hier vor? Was seid ihr für welche? Das sind so Anstecker. Sofort stehen bleiben. Ah, weil die elektrisch aufgeladen sind, ja. Ich finde das cool, dass viele Charakter hier in diesem Spiel einfach so, ja, irgendwas mit Strom oder mit Kabeln oder Ansteckern zu tun haben. Ich finde das lustig. Warte, wir haben eine neue Bro-Attacke bekommen. Ah, wir können beide aber nur mit Luigi machen. Schade. Okay, entweder wir können nur springen oder wir können nur mit dem Hammer schlagen. Aber da die gerade ihre Schwert nach vorne zücken, glaube ich, wird der Hammer nicht viel bringen. Kann ich auf den Anschuss springen? Ja, kann ich. Okay, gut zu wissen. Ah, nein! Ich habe mich nicht geheilt! Oh, Gott sei Dank. Ich lebe noch. Nakimi! Juhu! Oh ja. Ich muss einen anderen Stecker reintun. Was habe ich denn noch so Schönes? Hältst du den Kopf gedrückt, schwebst du bei Sprungkontern in der Luft und schlägst bei Hammerkontern mit gerückten Hämmern zu. Gib mir den. Gib mir den! Hab ich gerade mehr gebrochen. Solltest du zumindest mal mit dem Hammer ausprobieren. Auf die Leute drauf zu schlagen. Ich muss drüber springen. Oh, und ich spring dreimal, zweimal drauf. Ey, was? Du machst dreimal! Das war voll unfair jetzt. Yeah! Der große Hammer. Füllhebel. Okay. Lucky. Muss aber aufladen. Hilfe habe ich nicht mehr viele. Nee. Okay, machen wir mal den Hammer jetzt. Ah, da muss man. Okay, es geht. Aber man muss dann viel länger einfach aufladen. Ich hab gedrückt. Na, okay, jetzt zumindest krieg ich einen Pilz.
Oh Mann. Das Spiel ist gar nicht mal so einfach und ich bin froh, dass es so einfach ist. Ich will nicht noch ein einfaches Abenteuer haben. Bin ich froh. Und ich mag das Design von diesen Gegnern. Die sehen voll cool aus. Oh. Kontererleichterer. Kann in der Luft schweben. Gefällt, gefällt. Ah, jetzt kann man nicht auf ihn drauf springen. Das ist einfach zu erkennen. Bam! Stirb! Oh, yeah! Gegen den mussten wir jetzt kämpfen. Da hatte keine andere Wahl. Aber ich versuche, den aus dem Weg zu gehen, bis wir Luigi haben. Also hier ist auch ein Büro und alles, aber sonst... Warte mal. Was haben wir denn hier? Hallo? Steckst du da am Apparat? Hat da wieder irgendein Dämmel den Code fürs Tor vergessen? Ohne den kommt doch keine Jacksel hier rein. Ich bin mal so gnädig und gebe einen Tipp. Zweite von links, 3. Ganz rechts, 7. Stopp. Ich muss mir das aufschreiben. Das zweite von links. Ja, also das zweite halt. Okay. 0300. Ganz rechts, 7. 0307. Was den Rest angeht, da darf ich nichts weiter drüber sagen. Okay, bisher haben wir 0307. Ich wollte es mir aufschreiben, aber ich merke es mir jetzt einfach. 0307. Da müssen wir die anderen jetzt einfach raten? Sagt der vielleicht noch was? Ich rede nochmal mit denen. Was denn noch? Jetzt sag mir bloß einer, dass mein toller Tipp gar nicht so toll war. Zweite von links 3, ganz rechts 7. Okay. 0307. Was sind denn die anderen beiden? Sind es einfach 0? Also so wie ich es gesagt habe? Ich glaube, die anderen müssen wir es wirklich einfach herausfinden. Okay. Das kann ein bisschen dauern. aber okay, so viele Möglichkeiten sind es jetzt auch nicht. Oder warte mal, hast du vielleicht eine Idee? Puh, hat jemand zufällig irgendwo einen seltsamen Zettel rumfliegen sehen? Einen, der recht kryptisch und rätselhaft wirkt und ganz schon keinen Code enthält? Konnte ich mir doch denken, dass jemand was über den Zettel weiß. Aber naja, vielleicht habe ich ihn auch auf dem Tisch im Kommunikationsraum vergessen. Auf dem Tisch des Kommunikationsraumes? Du meinst da, wo wir gerade hergekommen sind? Ich guck noch mal. Hä? Auf einmal leuchtet es hier. Cool. Da liegt etwas. Tresor? Plus. Das sieht aus wie so ein Alien. Ich glaube, das soll ein Drink sein? Nee, warte. Vielleicht eine Fernbedienung? Ein Gerät? Vielleicht das Gerät rechts? Das Ding zeigt die dritte Zahl. Das hat nur eine Antenne. Hier ist eine Antenne. Also das Ding hier. Oder wie? Oh, wir müssen zählen. Kryptisch. Ja, geht so. Okay, also diese Behälter und Tresore. Oder nur die Tresore. Ach, warte mal, hier sind zwei Stück, also zwei. 0327. 0327 ist das Passwort. Okay, den ersten Zahl müssen wir halt jetzt raten. Aber zumindest wissen wir schon mal das nächste. Das einfach spart mir sehr viel Zeit. 0327, das müsste es sein. Ey, ich hab's gefunden. Crescendo! Was? Das hätte war im Kommunikationsraum auf der anderen Seite des Gebäudes? Puh, danke, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Das hätte eine Standpocke gegeben. Okay, gucken wir rennen. Na schön, ich guck nochmal. Aber sonst hat niemand was zu sagen. Ah, du hast was zu sagen. Hallo. 0327, nochmal bemerken. Willkommen, wie kann ich behilflich sein? Was haben da? Sie möchten die oberen Etagen aussuchen? Es tut mir leid, das ist tatsächlich möglich. Es gab kürzlich den Befehl, dass Gäste dieses Areal nur unter keinen Umständen betreten dürfen. Und Sie glauben ja nicht, wie ausgeklügelt unsere Sicherheitsmaßnahmen sind. Unsere Tore sind zum Beispiel gesichert durch Codes, die wir nur in Form von Rätseln teilen. Das macht unsere Codes sehr sicher, denn nur wenige verstehen diese rätselhaften Hinweise. Bist du ein Papyrus oder was? Sie möchten mal einen sehen? Na gut, Sie können damit ja eh nicht viel anfangen. Anzahl der Tische mit Pflanzen drauf ist das erste. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie nicht durchlassen kann. Und bitte versuchen Sie nicht, den Code zu knacken, ja? Hm, doch. Hier sind drei Stück. 1, 2, 3.
3, ne, 4, 5. Okay, Passwort ist 5, 3, 2, 7. I got it. Das wird so bleibt so gespeichert. Okay. 5, 3, 2, 7. Was? Bitte? Vielleicht die Dinger, die ich gezählt habe, waren vielleicht falsch. Vielleicht habe ich welche übersehen. Sowohl von den Tischen als auch von diesen anderen Dingern. Ich guck doch mal. Ich guck mich doch mal um. Vielleicht hätte noch was zu sagen. Die Dinge, die auf dem Hinweis abgebildet sind, habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ja. Ich versuche gerade das Rätsel zu lösen. Soll ich verraten, was mir bisher eingefallen ist? Hilfe, bitte! Also, ich habe gehört, dass Code-Hinweise wie dieser sich auf Dinge im Gebäude beziehen. Und ich glaube, dass auf dieser Seite Objekte aus dem Kommunikationsraum abgebildet sind. Naja, bis auf die Grafik oben rechts, die stellt sicher die Blöcke des Codes dar. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden, Kollege. Hä, nein, das... Wie, ich lag falsch. Hä, ich kann hier mit dem Ding reden. Aha. Aber bringt mir das irgendwas? Vielleicht später. Warum war das jetzt richtig? Hä, waren da mehr Gegenstände? Eigentlich nicht. Ich war da mehrmals, hab nochmal gezählt. Ich habe nur zwei gesehen. Acht? Na, okay, zumindest habe ich es jetzt. Freunde, Code ist 5387 und nicht 5327, wie ich gedacht habe. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum das Code ist. Ich guck nochmal in dem Raum nach, aber ja, machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Turm. Jetzt macht es keinen Sinn mehr. Ich hab am Ende einfach nur noch geraten. Es war nur noch ein Block. Ich war mir mit den anderen sicher. Ich habe den ersten nochmal alle gemacht, den dritten nochmal alle gemacht. Na, was soll's. Sieht wohl hier acht sein sollen. Da ist einer. Da ist einer.